zusammen, da bin ich wieder, mein altes Ich, aber wie gewünscht mit dem Augen-Make-up aus dem Douglas-Boxen-Video. Ich habe versucht, das so ein bisschen zu rekonstruieren, habe auch die gleichen Wimpern wieder genommen. Die hatte ich ja einfach nur abgezogen und wieder in die Schachtel gelegt. Und ja, Brille muss ich tragen. In dem Douglas-Video war ich echt komplett blind. Ich habe versucht, mich auf die Linse zu fokussieren, dass ich wirklich einigermaßen in die Kamera gucke. Aber ansonsten, ja, alles andere konnte ich nicht wirklich erkennen. Ich meine, ich kann Sachen lesen, wenn ich sie so direkt vor meine Augen halte. Aber ansonsten, ja, blind wie ein Maulwurf. Aber ich habe extra das Augen, ja, Make-up kann man das gar nicht nennen, weil ich habe nicht viel gemacht, außer Eyeliner gezogen, dann Wimpern aufgeklebt, noch ein bisschen Lidschatten drauf und ja, dann war es das auch schon. Und ich kann die Brille nicht mal weit genug auf die Nase setzen, weil diese falschen Wimpern immer gegen die Gläser ditchen und das ist auch nicht gerade das schönste Gefühl. Aber ich denke, so geht das. Ja, und ich habe ja nun schon länger kein Mimi-Boxen-Video mehr gemacht. Das liegt daran, dass Mimi-Box den internationalen Verkauf einstellt. Ich habe aber noch 3 Boxen hier liegen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, 10. Februar ist Stichtag. Bis dahin dürfen alle internationalen Käufer noch shoppen auf Mimi Box. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich zeige euch die 3 Boxen. Ich habe extra nochmal geguckt. Ich habe sie jetzt online nicht gefunden, aber es gibt noch diverse Boxen, die es noch zu bestellen gibt. Wie gesagt, Stichtag ist der 10. Februar, dann Schluss mit Lieferungen nach Deutschland. Eine Abonnentin war jetzt aber so nett, mir zu schreiben, dass sie rausgefunden hat, dass Mimi Box wohl schon mal international geschickt hat. Verschickt hat. Ich will immer Shipping irgendwie sagen. Und dann haben sie es eingestellt und nun war es ja wieder international und jetzt stellen sie es wieder ein. Also ist nicht gesagt, dass es nicht irgendwann doch nochmal wiederkommt, weil aktuell ist es einfach so, wohl haben sie geschrieben, was hatten sie noch geschrieben? Dass sie das einfach nicht schaffen, um auch den Kundenservice so gut zu halten, wie sie es jetzt haben. Keine Ahnung, wo da das Problem ist. Ich weiß nicht, ob es viele Reklamationen gab, weil ich hatte nie was zu reklamieren. Ich musste nie zum Zoll eine Mimi-Box abholen. Das hat bei mir immer alles super geklappt. Einmal habe ich eine Nachricht bekommen vom Zoll. Da sollte ich die Rechnung hinschicken. Das habe ich per E-Mail gemacht und am nächsten Tag hatte ich die Mimi-Box hier bei mir an der Tür mit dem Postboten. Das war das einzige Mal, wo die Mimi-Box tatsächlich festhing. Und das, ja, war aber auch dann okay, nachdem ich die Rechnung dann rüber gemailt hatte. Also keine Ahnung, ob die einfach viel Ärger hatten mit dem internationalen Versand. Das ist ja nicht nur Deutschland, das waren eben auch andere Länder. Und ja, aktuell ist es dann halt nur noch irgendwie Amerika und, glaube ich, der asiatische Raum. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollte ich euch die 3 Boxen nochmal eben zeigen. Deswegen wird es wohl, ich weiß nicht, ob das ein längeres Video wird. Riechen kann ich eh nichts, deswegen kann ich euch nicht sagen, wie die Sachen riechen. Ich werde einige Sachen, weiß ich nicht, ob ich die swatchen werde. Da wird sicherlich einiges auf meinem Blog-Sale landen. Den Link verlinke ich euch unten nochmal, die Seite mit dem Blog-Sale. Genauso die Mimi-Boxen-Seite. Und ich glaube, ich habe noch einen 3-Dollar Gutscheincode, das ist ja auch schon weniger geworden. Am Anfang waren das irgendwie 5 ab 25 Dollar, dann waren es nachher 5 ab 30 Dollar und jetzt sind es nur noch 3 Dollar. Aber ich meine, wenn man 3 Dollar sparen kann, warum soll man es dann nicht machen? Also wenn ich den wiederfinde, dann verlinke ich euch den unten auch, beziehungsweise schreibe euch den hin. Und jetzt fangen wir mal an. Rotz. Mit der, wir hatten ja... Machen wir erstmal die. Und zwar wollte ich diese super Box, diese super Anniversary Box haben. Das war irgendwie ein Jahr Mimi Box, glaube ich, international oder irgendwie sowas. Und die wollte ich unbedingt haben und dann war sie ausverkauft. Beziehungsweise ich lag schon im Bett und hatte gedacht, bestellt sie morgen. Dann hat Erdbeerliese mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Die Anniversary Mimi Box ist ausverkauft und gibt es nur noch als Doppelpack. Und ich dann natürlich aus dem Bett raus, habe dann online geguckt, tatsächlich die
erste Geburtstagsbox ist ausverkauft, aber im Set gab es sie noch. Und zwar zusammen mit der Pumpkin Pie Cosmetic Box. Und Pumpkin Pie, also so Kürbis ist jetzt überhaupt nicht meine Kosmetikrichtung. Die hätte ich nie bestellt alleine, die Box. Aber ich wollte ja unbedingt diese Anniversary Box haben. Also habe ich dann das Set bestellt. Am nächsten Morgen stehe ich auf. Was ist? Da haben sie die Anniversary Box restocked. Ja. Nun habe ich aber zwei Boxen. Und ich habe die damals, als sie kam, einmal aufgemacht, habe reingeguckt, zur Seite gestellt, weil ich immer ein Video drehen wollte. Das war, glaube ich, schon letztes Jahr. Und ja, irgendwie ist es dann alles immer stehen geblieben durch Weihnachten. Und naja, da kommt dann eins zum anderen. Aber wie gesagt, ich will sie euch jetzt zeigen. Gott, lange Rede, kurzer Sinn, ne? Damit ihr gegebenenfalls noch bestellen könnt, obwohl es diese Boxen ja nicht gibt. Aber vielleicht reizt es euch ja dann doch noch schnell, die eine oder andere Box irgendwie mitzunehmen. Und wie gesagt, schaut auf meinem Blog-Sale vorbei. Da habe ich schon einiges an Mimi-Boxen Sachen verkauft. Das läuft ganz gut. Auch die komische Schneckencreme, das war eins der ersten Dinge, das weggegangen ist. Und ja, warum nicht, ne? Nur weil ich das vielleicht nicht benutzen mag, heißt es ja nicht, dass da jemand anders nicht draufsteht. So, jetzt aber. Superbox Nummer 81, First Anniversary Box. Da haben wir drin von Bee. Das klingt ja schon mal nach Biene. Da ist auch ein Bienchen vorne drauf. Bee Venom. Das ist auf jeden Fall ein Originalprodukt. $15. Ach, das ist ein Toner. Heißt ein Gesichtswasser, nicht? Das finde ich zum Beispiel ganz gut. Oh, mit Pumper. Das, ja, so mit so einem Spraypumper. Spraypumper. Also das soll die Haut stimulieren und Akneporen neutralisieren. Das ist eine extra Skincare-Linie für Leute mit sensibler Haut oder problematischer Haut. Zum Beispiel problematic skin that receives damage easily from dryness in the external environment. Verstanden, ne? Und ja, also das werde ich sicherlich einmal ausprobieren. Ich habe keine sensible Haut in dem Sinne. Ich denke, ich werde es einmal ausprobieren. Das kann man ja gut auf dem Wattepad irgendwie raufsprühen. Wenn es mir nicht gefällt, wisst ihr ja, wo ihr gucken müsst. Das ist übrigens, das heißt nicht Bee, sondern das ist von Toso Wong. Toso Wong. Hier steht November 2014, aber ich schätze mal, das ist das Herstellungsdatum. So, dann haben wir... Scheint ein Kompakt, entweder ein Puder oder ein Make-up. Oh, kennt ihr das, wenn ihr zu faul seid, aufzustehen? Da zittern einem die Hände schon. Das heißt Uni oder Uni Receipt? Es sieht eigentlich ganz nobel aus, die Verpackung. Oh, Ellie rennt ständig zur Tür rein und raus. Sie ist läufig und die meiste Zeit hängt sie am Zaun bei unserem Nachbarn rund. Und dann hängen sie da beide. Moment. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie das aufgeht. Hier ist der Verschluss. Vielleicht drücken? Ja, drücken. Okay, dann hat man hier so ein Schwärmchen. Das ist zu dunkel. Das sah so super hell hier drauf aus, auf der Karte. Aber seht ihr, dass es dunkler ist? Das soll light beige sein. Das ist nicht light beige. Ja, also das ist ein... Scheint mir ein... Ja, das ist ein Puder. Ein Kompaktpuder. Gut, also das lasse ich dann zu. Das kommt definitiv in den Blog-Sale, weil es ist einfach zu dunkel für mich. Und der kostet $24. Nicht? Also ich finde, das sieht auf jeden Fall relativ edel aus. Ne? Auch hier mit dem Knopf, der jetzt nicht funktioniert. Nee, Quatsch, da war gar kein Knopf. Man sollte auch da drücken, wo der Knopf ist. Und hier ein Spiegel drin. Der ist noch matt, weil da ist eine Folie drüber. Ja, schade, Mensch. Über das hätte ich mich richtig gefreut, wenn das die richtige Farbe gehabt hätte. Also die Farbe, die ich hier jetzt sehe. Weil das ist doch echt heller, oder?
Dann haben wir eine Whitening Cream, die kostet $38. Apply the cream evenly all over face. Einmassieren und dann finish off with a foundation or BB Cream. Also das ist eben eine Creme, die soll euer Gesicht, ja, brightening, heller, ebenmäßiger machen. Das ist, wenn ihr zum Beispiel so ganz leichte Aknenarben habt oder eben ganz helle Sommersprossen, wenn ihr die regelmäßig auftragt, soweit ich das verstehe, immer von diesen Whitening Creams, da machen die eben eure Haut ebenmäßiger, so Elfenbeinfarben, ne? Wie das die Asiaten häufig haben. Die haben ja so ganz helle, glatte, tolle Haut. Und wie gesagt, $38 und da ist sogar ein Sonnenschutzfaktor 35 drin. So, dann haben wir Dr. Scalp. Cool, Dr. Scalp. Das sieht aus wie so ein Lipgloss, aber Scalp ist ja der Kopf. Das ist auch ja, wie so ein Lipgloss-Tübchen. Jetzt muss ich aber lesen. Ich habe keine Ahnung, wofür das ist. Riri, davon hatte ich, glaube ich, auch mal einen Lidschatten, ne? So, das ist. Achso, da gibt es zwei von. Da habe ich auch noch Hot Speed Maniküre. Die kosten, ich weiß nicht, entweder beide $11 oder zusammen $11. Und Moment, ich muss einmal kurz lesen, wofür das ist. Also das soll die Kopfhaut abkühlen, um eventuellen Haarverlust vorzubeugen und um tote Hautschüppchen, also Schuppen praktisch, vom Kopf zu entfernen. Ach, und das hier ist auch für den Kopf. Ich hätte jetzt gedacht, das ist was für die Nägel, aber also das ist eben dafür, ne? Habe ich, also wiederhole ich jetzt nicht. Und dann ist Hot Speed Manicure. Das geht tief in die Haarwurzeln, um nutritions and creates a strong protein layer for maintaining the healthy moisture balance of your hair. Also das soll die Haare praktisch, ja, die pflegen, die Feuchtigkeit geben mit Vitaminen, Proteinen, Stärken und die gibt den ja, Glanz und ach, ist ja witzig. Also im Prinzip ist das, na gut, das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun, ne? Aber das ist so für trockene Kopfhaut und wenn ihr Probleme mit Schuppen habt oder mit Haarverlust. Und das ist eben einfach, um ja die Haare dann zu stärken und glänzender zu machen und mit Vitaminen wie so eine Aufbaukur praktisch, aber die man direkt eben hier so ja auf die Kopfhaut aufgibt. So, jetzt kommen wir zum letzten. Ein Capsule Mask Pack Whitening. Das kostet $22 ist auch von Riri oder Riri. Jetzt muss ich auch mal gucken, was das ist. Irgendeine Maske. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. Ich meine, die haben das ja echt drauf mit den Verpackungen. Jetzt muss ich auch mal lesen. Randomly selected from moisture, whitening and anti-aging. Was hatte ich jetzt? Whitening, ne? Whitening, okay. Hätte ich ganz gern die Anti-Aging gehabt. Spray it evenly over face and under or over Make-up as often as needed. Also das ist ja wie so ein, wir kennen auch diese ganzen Wasser, diese Wässerchen von Aveen. Heißt das Aveen? Ja, ne? Und das ist eben, um der Haut Feuchtigkeit zu geben. Und a mix of Cherry Blossom, Primrose, Violet Extracts. Für trockene und sensible Haut, ja, Feuchtigkeit. Und gleichzeitig eben auch dieses Whitening, ne, um die Haut ebenmäßiger zu machen und sowas. Das klingt ja schon echt cool. Ich kann das jetzt bloß nicht draufsprühen. Ja, an sich eine ganz schöne Box, aber dafür war es jetzt den ganzen Aufwand nicht wert, dass ich mir jetzt dafür
zwei Boxen bestellt habe. Also ich hätte auch gut auf diese Box verzichten können, von den Artikeln her, die da drin sind. Das ist mir der Puder, den hätte ich so gut gefunden, wenn der bloß eine Nuance heller gewesen wäre. Finde ich ein bisschen schade. Jetzt kommen wir zur Pumpkin Pie Cosmetics Box. Mhm. So, ach was, guck mal, die Erdbeerliese. Das hat sie mir doch, guck mal, habe ich sogar noch hier stehen. Du Keks. Du wusstest doch, dass ich die Box auch habe. Jetzt habe ich es zweimal. Tja, jetzt habe ich es zweimal. Also das ist, wer das andere Video nicht gesehen hat, ein Rice and Milk Cleanser Gesichts, eine Gesichtsreinigungsmilch, wenn man so sagen will. Und die kostet $14. Sie keift. So, dann haben wir eine ganz süße Verpackung. Coco's Secret Recipe a Pumpkin Dear Berry. So ein ganz süßes Döschen. Die kostet $16 und das ist eine Maske, die man nach 5 bis 10 Minuten wieder mit Wasser abwäscht. Und die ist hochkonzentriert an Vitamin und Beta-Carotin. Und die soll ja tief in die Haut eindringen und gegen trockene Haut sein und gleichzeitig eben die Haut klären und ja auch frischer aussehen lassen. Brightens up, dull, uneven complexion. Ich hab's nicht so mit dem Englisch, von daher sorry für dieses Mischmasch, aber einige Sachen weiß ich in dem Moment auch so schnell nicht zu übersetzen. Aber ich denke, ihr versteht das immer alles, ne? So Pi mal Daumen. Oh, dann haben wir einen, der gefällt mir rein äußerlich ja auch total gut. Ich glaube, von der Marke hatten wir da auch schon mal was, ne? Es kommt mir sehr bekannt vor hier mit diesem Spiegel. Das ist eine V-Line Repair Sleeping Mask. Ingo Bow. Oder wie man das... Nee, Inso Bow. $42. Die gibt man auf die Gesichtshaut auf. Wartet 20 Minuten, bis das so richtig eingesogen ist und dann kann man ins Bett gehen, ohne die eben abzuwaschen. Also 20 Minuten warten, dass ihr das nicht alles ins Kopfkissen irgendwie wischt, ne? Okay, und die ist angereichert mit Peptiden, Arganöl, Kollagen, Ceramiden, keine Ahnung, die Feuchtigkeit, ja, die hauptsächlich für die Feuchtigkeit da sind. Boah, tja, ob ich das nun mal so alles so richtig übersetze, aber auf jeden Fall ist es eine Gesichtsmaske für die Nacht. Klingt sehr spannend. So, dann haben wir ein Tübchen. Das ist eine Shea Butter Hand Cream. Mensch, endlich mal was ich verstehe. Mit Lemon und ja, Shea Butter von Enesti. $5. Massage into hands as often as needed. Die ich auch noch zu... Aber wie gesagt, riechen könnte ich eh nichts. Und ich habe ja meine super duper CD Handcreme, die liebe ich. So, dann von... Das ist jetzt das letzte von Toni Moly. Noch eine Maske. Gold Black Sugar Mask. Mhm. Die kostet $7. Ganz normal in die feuchte Gesichtshaut einmassieren und nach 10 bis 15 Minuten runternehmen. An effective facial exfoliator formulated with nutrients from black sugar, gold and honey extracts. Okay, das nimmt die toten Hautzellen weg, soll das Öl reduzieren von der Haut. This facial mask will work wonders to bring back the suppleness and healthy glow to your complexion. Es klingt ja alles immer super spannend, ne? Bloß meistens sehe ich immer hinterher aus genau wie vorher. Und wie gesagt, ich
was heißt wie gesagt, das habe ich in einem ewig alten Video mal erwähnt, dass ich ja so eine Hautpflege gerade ausprobiere, mit der ich bloß nicht so ganz glücklich bin und ich weiß auch nicht, wie ich das im Video, ja, ich weiß auch nicht, wo dran es liegt. Aber auf jeden Fall scheint meine Haut nicht so ganz toll auf diese Reinigung zu reagieren. Aber wir sind jetzt bei der Mimi-Box. Also das war die Pumpkin Pie-Box. Und jetzt kommen wir zu der letzten. Das ist die Special K-Style Nummer 3. Die gefällt mir persönlich am besten. Da haben wir als erstes Face Fit Strobe Cream Secret Kiss. Das ist eine... Moment, jetzt muss ich einmal gucken. Die kostet $11 und ist eine Make-up-Base. Und die kann man zum Beispiel mit seiner eigenen BB-Cream vermixen. Oder eben nach dem Make-up eine kleine Menge hiervon auf die T-Zone und die Wangenknochen fürs Highlighten. Klingt doch auch cool. Apropos BB-Cream, die gibt es dann auch direkt dazu. Die kostet $26. Ja, und hier steht noch drauf, Whitening, Moisturizing, Color Control and als Base. It's all about the Base. Gibt es da nicht gerade ein Lied? Irgendwie schon, ne? $26. So, dann haben wir... Moment, wo ist das? Ach, das ist ein Tattoo Eyebrow. Ich habe gedacht, das wäre ein Eyeliner. Vielleicht kann man ihn auch als Eyeliner benutzen. 7 Days Tattoo Eyebrow. Auch von Toni Moly. Nicht auch sehr interessant. Auch wenn ich dachte, es wäre ein Eyeliner, aber ich würde den, glaube ich, einfach als Eyeliner mal ausprobieren. Mal gucken, ob das funktioniert. Und ansonsten, ja, so Augenbrauen benutze ich ja nicht wirklich so Stifte. Ich lasse die ja immer, ab und zu zupfe ich sie mal und dann lasse ich sie wieder, wie sie wollen. Und deswegen sieht das bei mir auch immer nicht so perfekt aus. Aber ja, wie gesagt, und dann bin ich auch als Kind einmal gegen den Schrank gerannt, deswegen habe ich einmal eine Hacke durch die eine Augenbraue. Ach, stört mich nicht. Da mache ich jetzt keinen Aufwand, dass die beide perfekt aussehen. Der kostet übrigens $8. Dann haben wir ein Pencil and Powder Shadow für die Augen. Das ist anscheinend so ein 2 in 1. Ja, da haben wir einmal hier den Stift zum Rausdrehen und auf der anderen Seite, das war glaube ich nicht richtig, nee, achso, und auf der anderen Seite so ein, ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll, oder achso, das Ditch, das, weil das hier drin ist, ne, die Technik greife ich nicht ganz, aber hier ist direkt gleich das Zeug drauf. Soft Fit Mix and Match. Sachen gibt das. Brown Liner and Peach Tip. Okay. Also hier braun der Liner und hier dieses pfirsichfarbene für das Lid. Kostet $9. Dann haben wir, scheint ein Lipgloss zu sein, Lip and Cheek. Also für die Lippen und die Wangen. Geht das Aas wieder nicht auf hier. Eieiei. Ein Barbie Pink. Guck mal, das hätte ich im Douglas-Video gut gebrauchen können. Da habe ich noch nach so Barbie Pink gesucht und habe keins gefunden. Von Style Y. Color Fit Creamy Lip and Cheek. Das ist entweder Smoothie Pink oder Raspberry. Also hier steht 03 Raspberry. Dabei sieht das für mich aus wie Smoothie Pink. Also das ist Raspberry.
Und das kostet 13 Dollar. Und das ist eben entweder ja für die Lippen ganz normal wie so ein Lipgloss zu benutzen oder eben eine ganz kleine Menge auf die Finger und dann hier so als ist es dann als Blush. Ja, ne? So, und jetzt kommen wir zum letzten. Das ist, glaube ich, ein Eyeshadow. Ein Lidschatten. Auch von. Nee. Oh, das hatten wir schon. Wo habe ich das denn jetzt? Hä? Ach, das ist der hier, ne? Von Make-up Color World Jewelish. Nee, Levelish. Das kostet 13 Dollar und es gibt einmal Twinkle Green und Starship Violet. Ja, das kann man erkennen, dass das definitiv nicht grün ist, sondern violett. Wow, das glitzert so richtig schön schon. Zeige euch das mal. Da könnt ihr auch einmal. Seht ihr den Lidschatten hier, dieses lilane? Gott, ich kann meine Hand gar nicht so schief halten. Dann seht ihr da drüber den Augenbrauenstift und da drüber ist der Eyeshadow mit dem Eyeliner. Also den Eyeliner hatte ich jetzt nicht geswatcht, aber das ist der pfirsichfarbene Eyeshadow. Tolle Farben, oder? Klasse. Ja, also rundum finde ich die Boxen. Fand ich immer sehr spannend irgendwie. Also gefallen mir von allen Boxen irgendwie immer mit am besten. Weiß ich nicht. Also jetzt sei es irgendwie Glossy Box oder Pink Box, wobei die Glossy Box sich ja sehr gemausert hat. Aber trotzdem so von, auch wenn man bedenkt, was man bezahlt und was man für sein Geld bekommt, habe ich immer das Gefühl, dass man hier am meisten wirklich zurückbekommen hat. Und ja, von daher finde ich es ganz schade, dass Mimi Box das einstellt. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja mal wieder. Und ist ja auch nicht so, dass ich nicht genug Sachen aufzubrauchen hätte. Trotzdem wird es mir, glaube ich, fehlen, da immer mal auf die Seite zu gucken und sich ab und zu mal eine Box zu bestellen. Tja, na gut, sollte nicht sein. Aber wie gesagt, bis zum 10. Februar habt ihr noch die Chance, noch eine Box mitzunehmen. Da ist die eine oder andere, würde mich auch reizen, aber nein. Ich habe für mich jetzt einen Cut gemacht, egal ob jetzt 10. Februar oder ich weiß nicht, welcher Tag heute ist. Für mich ist jetzt eieiei, wirklich Ende, nicht nur mit Mimi-Boxen, sondern auch mit diesem Video und alle Links, die ich erwähnt habe: Mimi-Box, Blog-Sale, Mimi-Box-Code, wenn ich ihn finde. In der Infobox und wir sehen uns im nächsten Video. Und hier pfeift das rein, weil das Fenster auf ist. Aber es ist irgendwie sehr mild geworden. Es hatte noch gefroren und jetzt haben wir plötzlich irgendwie 7 Grad plus. Und ja, weil damit Ellie immer rein und raus kann. Aber ich schätze mal, sie steht sowieso schon wieder bei Neo am Zaun. Ich schaue mal nach und wenn sie da noch steht, dann nehme ich euch mal eben mit. Nein, sie war nicht am Zaun, sie saß hier direkt vor der Tür und hat geguckt, ob nicht hinten irgendjemand langläuft, den sie zur Socke machen kann. Also wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!